So, hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Die haben auf mich gewartet. Das sollten sie nicht tun. Ich überlege gerade, ob ich. Warte mal. Nee, warte, das sollte ich nicht tun. Der Punkt ist. Fokus, Kalia. Fokus. Da ist noch einer. Wieso kann ich das waren nicht? alle. Ja, jetzt kann ich. Na toll. Da. Mit euch da im Weg kann ich jetzt kaum kämpfen. Strahl kann ich mich sowieso nicht begeben. Falls ihr euch fragt, die drei Schleusen dort oben enthalten die Sternlingsmaschinen für das Giftgas. Wir öffnen aber nur das Gatter zum Tunnel. Und dann verwechselt bloß die Schalter. Viele Ausgänge gibt es. Ich vermute, eine Schleuse hätte für das Gift nicht ausgereicht. Hätte es nicht, nein. Insgesamt gibt es 8 Ausgänge in die Unterstadt. Wir werden den am Marktplatz benutzen. Laut Merayil befindet sich dort ein geeigneter Eingangspunkt zur Stadt. Urea. Ja, da sind wir schon 1000-mal drüber weg. Tausendmal drüber weggelaufen, ich habe ihn zigmal gesehen. Oh, das kommt mir auf unangenehme Weise bekannt vor. Da war doch noch eins am Leben, oder? Sogar. Nein. Feinde, mach dich bereit. Ich bin schon lange bereit. Lächerlich. Ich frage mich, ob ich aus seiner Gewohnheit das Geistertuch sammeln sollte. Ich muss halt, jetzt guck dir das mal. Ah, ne, das ist es gar nicht. Ich dachte schon, hier unten wächst Ding. Rote Windwurz. Das wäre sowas von bittere Ironie. Oh, Levelaufstieg, schön. Vorsicht! Ich muss hier durchschleichen, während ihr einfach rennen könnt. Das ist der. Ah,
Eigentlich war es lustig, wenn, wenn er so vorbeirennt, ich mal in die Taschen schauen würde. Die Kampfmusik läuft die ganze Zeit, das ist interessant. Da ist... Ist beschriftet, wollte ich sagen, bestimmt gar nicht. Oh, das ist wieder eine der Folgen mit ganz viel Ladepausen. Ich hoffe, wir müssen auch da lang. Da wären wir. Hier in die Gegend am besten, Prophetin. Geht vor. Wohin soll ich genau? Geht vor, ja, du bist gut. Nur ein Kratzer. Verdorben! Ihr seid alle verdorben! Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Ihr werdet uns nicht aufhalten! Nee! Feinde, mach dich bereit! Wie der Biss an... Ey! Die Alor macht nicht so einen dicken Arsch. Biss eines Flusses bringt dich langsam aber sicher um. Biss eines Flusses. Lächerlich. Wieso sind die Plünderer so stark? Das ist einer der Götzenkranken. Es geht los. Ein einziges Mal in der Geschichte hättet ihr euch für Frieden anstatt Krieg entscheiden können. Aber was habe ich erwartet? Für die Freiheit der Menschen! Aber das ist doch Irrsinn. Unser Glaube ist friedlich. Ah ja? Hm. Und die Lichtgestalt, die Malphas war, wandte sich ab und reckte die Hände gen Himmel und tausende von Blitzen schossen herab. Mit lautem Krachen zerschlugen sie die armselige Hütte von Selna und Ketaron und sie zerschlugen die elendige Stadt um sie herum. Ja, sogar jene, die trotz der Offenbarung der Lichtgestalt... Gestorben waren, zerschlugen sie. Der Geruch von Qualm und Asche die Luft. Qualm und Asche für die Unwürdigen. Ehrlich?
lass es sein, Freier. Sie haben ihr Urteil schon gefällt. Was? Noch mehr Plünderer? Das ist der Ort. Sharin, ihr seid dran. Gut. Geht in Deckung. Verdammt! Beeindruckend. Entropie. Du hast das. Du sahst aus, als ob du zu uns gehörst. Warte mal. Der Krieg macht die Ernte Zaira, kaputt. Du bist blass. Wieder das Echo, richtig? Ja. Anders. Vermutlich, weil wir uns dem Epizentrum der letzten Läuterung nähern. Wenn wir also nur der Intensität des Echos folgen, müssten wir über kurz oder lang zum Tempel gelangen. Nee. Okay. Das Echo hat mich dann aber schon falsch geführt. Wahrscheinlich gibt es eh nur eine Richtung. Kirash, Verlorene. Aber was ist mit ihren Augen? Die Hohen. Sie wollen uns daran hindern, den Tempel zu erreichen. Sollen sie es nur versuchen. Ja, und außerdem zeigen sie uns den Weg. Der offensichtlich nicht hier lang führt, okay. Oh Mann, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verirrt. Naja, das sieht templig aus. Das Schild sieht in dem Hinsicht völlig korrekt aus. Schon kann er mehr am Leben zu sein. Ah, hier geht's lang, okay. Noch irgendwo welche versteckt? Spinnen. Die Hohen müssen meine Angst vor Spinnen kennen. Gut, aber sie wissen auch, dass ich sie im Allgemeinen besiege. Stadt der 1000 Fluten, da müssen wir hin. Was uns da wohl erwartet? Muss schön gewesen sein hier.
Die Stadt der tausend Fluten. Beim Namen der Sonne. Das ist wunderschön. Aber zu gefährlich. Seht ihr den Turm dort vorne? Vielleicht können wir über ihn nach unten steigen. Kommt. Turm? Die Wahl. Ihr hättet wählen können zwischen Ignoranz und Frieden, aber ihr habt euch falsch entschieden. So, da gab's auch einen Verrat. Jetzt zahlt euer Volk die Strafe dafür. Sterbt! 1:1 mal wieder. Ja. Und sogar die Stadt war genau da, wo Ark heute ist. Wow, wie hoch war dieser Turm? Das ist unglaublich. Ich krieg einen Drehwurm. Ich glaube, jetzt sind wir gleich unten. Was habt ihr gesehen? Scheint, als seien die Pyräer auch verraten worden. Habt ihr Stadt in Flammen gesehen und der es getan hat, hatte ähnliche Beweggründe wie Koarek. Was? Prophetin. Das heißt, was wir tun, haben die Pyräer auch getan? Wir handeln immer noch vollkommen nach dem Muster. Ja, sag ich die ganze Zeit. Alles, was wir bisher erreicht haben, hat keinen Unterschied gemacht. Die Sternstadt, der Siegelstein... Es heißt nur, dass die Stadt der tausend Fluten derselben Intrige zugrunde gefallen ist wie Ark. Mehr nicht. Wir sind die erste Zivilisation, die der Entzündung des Leuchtfeuers so nahe steht. Das spüre ich. Dein Gefühl. Moment, ich soll Tiala folgen. Rennt mich um. Opa, da ist noch mal die kleine Sache mit dem schwarzen Wächter. Falschen. Fokus, Kalia. Fokus. Lächerlich. Teilweise dann doch etwas schwer zu beurteilen. Wer jetzt wirklich tot ist? Bei Malphas. All die Toten. Was ist mit ihren Körpern? Wie kann es sein, dass sie heute noch hier sind? Sie müssten doch schon längst zerfallen sein. Gute Frage. Das sieht mir nach Magie aus. Schaut euch ihre Haut an. Sie ist so fahl wie Asche. Die Läuterung, dass sie muss ihnen das angetan haben. Das hier müssen die letzten Momente gewesen sein, bevor die Hohen sie verschlungen haben. Und sie haben versucht, zum Tempel zu gelangen. In Sicherheit. Vergebens. Das ist schrecklich. Ja, unglaublich schrecklich. Los jetzt, weiter. Nat. Mitten im Rennen. Und die hatten wenigstens weniger Angst, weil sie noch aktiv was tun konnten.
dem sie dachten, es macht einen Unterschied. Der schwarze Wächter, sieht der genauso aus? Müssen wir überhaupt da rein? Stimmt nirgends mehr, was wir tun müssen und was nicht. Ich rede da lieber nochmal mit Ernte. Ich schätze, wir haben Besuch. Ihr seid beeindruckt. Alles um euch zerfällt und dennoch weigert ihr euch aufzugeben. Verratet uns eines, Avatian. Woher nehmt ihr eure Kraft, weiter zu kämpfen? Ist das ein Manipulationsversuch? Wenn ja, dann erspart ihn uns und kämpft. So verbissen. Wie schön es doch wäre, wenn man alles einfach nur zerstören könnte, nicht wahr? Selbst die Vergangenheit. Sagt uns, wissen eure Gefährten die ganze Wahrheit über euch? Gehen wir. Dieser Unfug ist fruchtlos. Fruchtlos? Wir wollen doch nur klare Fronten schaffen. Seht sie euch doch an, wie ratlos sie sind. Schweigt verdammt nochmal! Eure Spielchen funktionieren nicht! Also nein. Nicht in Inodan, Thealor. Die Schwangerschaft konnten wir vertuschen, aber ein lebendes Kind? Eine Lichtgeborene mit einem Sterblichen? Das ist Ketzerei. So albern das aus meinem Mund klingt. Du könntest mit ihm fliehen, irgendwohin, in ein kleines Dorf, wo euch niemand findet. Was? Irlanda, das. Nein. Man würde mich erkennen. Nicht unter meinem Schutz. Niemand würde es merken. Und selbst wenn, niemand würde es wagen, sich eine Lichtgeborene zum Feind zu machen. Niemand! Thealor, ich bitte, lass ihn nicht vaterlos aufwachsen. Er wird besonders sein und er wird deine Fürsorge brauchen. Was soll dieser Unfug? Hört auf damit, sofort! Das? Aber... Dafür sind sie nein, zu gut. Ich kann das nicht. Der Orden, Irlanda. Und du hast selbst gesagt, dass der Rat kurz davor steht, mich... Du weißt, was ich meine. Das sieht so viel mehr aus, wie jetzt in Neon. Du meinst die Erhebung? Ich kann nicht glauben, dass du das sagst. Hier geht es um ein Kind, Thealor. Unser Kind. Ja, unser Kind, sehr schön. Aber ich habe Verpflichtungen, verdammt. Du weißt es besser als... Halt den Mund, verflucht! Ich habe hart dafür gearbeitet, hier hinzukommen, Irlanda. Und jetzt soll ich das alles aufgeben für dieses Ding? Thealor, wie... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Seraph zu sein ist ein Titel, ein verdammter Titel. Wie zum Henker kann dir das wichtiger sein als... Ich verstehe das nicht, ich verstehe es einfach nicht. Wie auch. Du hast doch keinen Schimmer, was es bedeutet, für seine Ziele kämpfen zu müssen. Wir werden ihn fortgeben zu irgendeinem deiner Diener. Es ist besser so, für ihn und für uns. Also, Irlanda war eine Göttin. Was wohl passiert, ja, war eher sehr rar. Ob ihr damals für euren Sohn da gewesen wärt? Ob er niemals begonnen hätte, die Götter für diesen tiefen, lauernden Hass in ihm verantwortlich zu machen? Ihr habt euren Sohn zu dem gemacht, was er geworden ist, und das nur, weil ihr eine Beförderung wolltet. Und damit tragt ihr die Schuld am Tod der Götter, die ihr zu schützen geschworen habt. Deshalb werdet ihr auch hier scheitern, wisst ihr, weil ihr immer gescheitert seid. Als Feldherr, als Beschützer der Götter und als Vater. Ihr seid ein Schlechter, ein Versager. Nicht der strahlende Retter, als der ihr in Erinnerung bleiben wollt. Gesteht es euch endlich ein. Kirash, das sind verdammt viele.
Was tun wir, Großmeister? Ihr werdet uns nicht auf. Das werden wir sehen. Schade. Unsere Hüterin Sakharesh den Rücken frei. Ihr, Prophetin, kämpft an meiner Seite und gebt alles. Wieso kämpfen? Hülse. Natürlich hört das nie auf. Nicht mal. Oh, Stufen auf die Geschick. Wow. Ey, wer sperrt mich da ein? Kealoa, hör mal auf damit. Können wir jetzt weiter? Das waren alle. Schnell, jetzt zum Tor, bevor noch mehr kommen. Kirash, verschlossen. Was machen wir? Aufbrechen. Seht ihr diese Balliste dort oben? Hüterin Sakharesh, ihr... Moment, spürt ihr das? Ja, Hitze. Großmeister, wir... Was zum... Im Namen der Sonne. Ah. Hätte mich die Cutscene nicht aufgestellt, wäre ich jetzt versteckt. Naja, ich bin, glaube ich, auch versteckt. Wäre nicht der erste Drache, den ich getötet hätte. Und ich glaube, den Songbird in der Stadt oben hätte ich wahrscheinlich auch erschlagen können. Aber nicht bevor er die andere umgebracht hat. Sie bewegt sich. Ja.
Ja, das ist gut. Bleibt bei uns. Was ist passiert? Ein herabfallendes Geröllstück hat euch getroffen. Aber wir sind in Sicherheit, zumindest für den Moment. Sind wir drinnen? Und wo ist dieser Drache? Aber sein Angriff hat den Eingang verschüttet. Aber wer weiß, wie lange es dauert, bis er einen anderen Weg findet. Und was ist mit Kalia, wo ist sie? Die Trümmer haben sie was? Geladen. Aber ihr habt überlebt. Und das ist das Wichtigste. Müssen sie suchen? Ja, aber dafür müssen wir einen anderen Weg nach draußen finden. Und der führt nur durch das Herz dieses Tempels, das Leuchtfeuer. Was tun wir jetzt? Wir bringen es zu Ende. Die Arroganz der Hohen war gespielt. Sie haben Angst vor uns. Und dieser Angriff war ihr letzter Trumpf. Aber sie sind gescheitert. Wir sind hier und wir sind nah. Die spielen noch alles, immer noch was nun noch zu tun bleibt, ist, den Hohen zu beschwören, ihn den Numinos zu entreißen und in den Behälter zu bannen. Dann ist es vorbei. Den Göttlichen sei Dank sind eure Verletzungen nur oberflächlich. Versucht durchzuhalten. Kalia, irgendwo da begraben. Geht's jetzt lang? Die Ratte ist nicht tot. Image of an angel becomes an angel. Wisst ihr, wie unheilig das ist, wenn man das im Kopf hat? Wird man hier durchlaufen? Kirash, habt ihr das auch gesehen? Was? Die anderen auch? Interessant. Das muss das Echo der Zukunft sein. Wir sind so nah am Epizentrum der Läuterung, dass nicht nur die Prophetin, sondern auch wir es sehen können. Epizentrum der Läuterung. Immer noch da rein. Hilfe! So hilft mir doch jemand! Immerhin muss ich mich nur danach richten, wo die alle hinrennen. Und der sitzt da was. Sitzt da. Hat schon aufgegeben. Kein Aber. Sie dürfen das Leuchtfeuer nicht in die Hände bekommen. Schön. Was ist das? Okay, Umgebung ist gesichert. Sind die alle hier hingerannt?
ist es also? Beim Namen der Sonne, wie ähnlich sie sich sehen. Charim, habt ihr das Wort der Toten bei euch? Ja. Platziert es auf dem Podest dort oben und haltet es bereit. Prophetin, es liegt nun an euch. Ihr müsst versuchen, die Erinnerung an den Moment der Läuterung zurückzurufen. Wenn Jaelas Theorie stimmt, ist das die einzige Möglichkeit, an so etwas wie die physische Form eines Hohen zu gelangen. Und wie soll ich das machen? Ich kann es echt nicht kontrollieren. Das nicht. Aber vielleicht könnt ihr es irgendwie herauslocken. Nach euren Schilderungen bisher scheint das Echo auf Dinge, die mit dem Zyklus zusammenhängen, zu reagieren. Und alles hier hängt damit zusammen. Versucht, einen Bezug zu schaffen. Ich sehe, was ich tun muss. Sie sind verloren. Das waren sie von dem Moment an, als es Jakal in die Stadt geschafft hat. Wir konzentrieren uns auf das, was noch zu retten ist. Die Tempelwächter, sie haben Jakal die Tore geöffnet und jetzt töten sie alles und jeden. Der Kern der Krankheit liegt in den Köpfen der Menschen. Es ist eine Art und Weise zu denken. Aber das werdet ihr nie verstehen, Hohe Priesterin. Am ehesten sind sie mit Magie zu vergleichen oder der Kraft, die uns die Gezeiten beschert. Sie sind Energie. Schwarze Steine sein. Also die Frage lautet, wieso hat es hier noch schwarze Steine? Und was habe ich noch übersehen? Ah. Ja, das ist das Wort der Toten. Die schwarzen Steine müssten doch einzelne Läuterungen überdauern. Und wieso ist hier noch Beleuchtung? Da! Das Leuchtfeuer wurde dafür geschaffen, die Hohen aus dem Gefüge der Welt zu bannen. Aber um das zu tun, brauchen wir etwas von ihnen. Achso, war gar nicht meine Aufgabe. Okay. Dann lassen wir ihn mal machen. Das bin ich nicht. Der Sonne. Ist das? Ein Hoher. Wir haben es geschafft. Wie geht es euch, Prophetin? Die Beschwörung muss euch Kraft gekostet haben. Geschwächte Orte fühlt sich unwirklich. Das wundert mich nicht. Wir sind im Bewusstsein einer vergangenen Zivilisation. Seht ihr das dort oben? Jaela hatte recht. Redet er mal weiter, ich brauche... Das ist unser Lumios, die Essenz eines Hohen. Naja, ich wünschte, du könntest das sehen. Und wie wollt ihr ihn überzeugen, da reinzuspringen?
in den Luminus. Unglaublich. Ich habe es geschafft. Trotz allem. Spürt er wohl nicht, dass wir hier sind? Warum unternimmt er nichts dagegen? Weil wir in seinen Gedanken sind. Was könntet ihr dagegen tun? Zeit existiert hier nicht. Nicht so, wie wir es kennen. Ja, und ich habe gerade gemerkt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Aber, nein, das hat damit nichts zu tun. Also, wie bekommen wir den Kern in den Behälter? Das werden wir sehen. Vielleicht ergibt sich die Frage von selbst. Sharim, tut es. Trag den Behälter auf die Plattform. Natürlich. The Last Red Shirt? Was ist? Worauf wartet ihr? Sagt mir, Arantheal. Als euch die Hohen vorhin die Erinnerung gezeigt haben, war es das erste Mal, dass ich euch ernsthaft Betroffenheit habe zeigen sehen. Nicht Wut, nicht Enttäuschung. Echte Betroffenheit. Warum also, frage ich mich? Bereut ihr wirklich, was ihr getan habt? Dass ihr euren Sohn für Ansehen und Macht aufgegeben habt? Was tut das zur Sache? Wir haben keine Zeit für Geplänkel. Ich glaube, es hat euch getroffen, weil es euch an euer Versagen erinnert hat. Ihr habt nie bereut, welche Konsequenzen eure Taten für andere hatten. Nie. Auch damals in Kyra nicht. Sharim, was? Ich habe die Söldner angeheuert. Ich habe Lishari getötet, als sie dahinter gekommen ist. Und ich habe den Eremesen bei der Einnahme des Hafens geholfen. Und ich wette, ihr habt trotzdem keinen Schimmer, wer ich bin, richtig? Beim... Ihr wart da. Die Nacht der tausend Feuer. Ja. Ich habe euer Massaker damals überlebt. Als einer von wenigen. Dann wart ihr nicht in Nachazuls Orden, weil ihr seine Ideale geteilt habt, sondern weil ihr an mich herankommen wolltet? Weil ihr, was, Gerechtigkeit sucht? Gerechtigkeit? Ich habe mit dieser Welt schon lange abgeschlossen, Arantheal. Der einzige Grund, dass ich noch hier bin, ist ein Versprechen, das ich jemanden gegeben habe. So nimmer? Nämlich, dass ich eines Tages derjenige sein werde, der euch alles nimmt. Yusla, ihr... Das ist Wahnsinn. Was auch immer ihr vorhabt, trifft die ganze Welt und nicht nur mich. Wenn ihr meinen Tod wollt, dann wartet doch einfach, verdammt! Wenn wir das Leuchtfeuer gezündet haben, wird Korrek mich töten lassen. Und all die Unschuldigen werden... Spart euch eure Manipulationsversuche! Haltet ihr mich denn für so einen Idioten? Ihr wünscht euch doch einen Märtyrertod mehr als alles andere. Thealor Arantheal, Bezwinger der Hohen, Retter der Menschheit. Vater ihres Mörders. Das würde euch gefallen, oder? Das würde euch doch so sehr gefallen! Wisst ihr, anfangs war ich frustriert über all die Rückschläge. Als die Prophetin die Forschung in Alt-Raschengrad gerettet hat und dass die Einnahme der Stadt nicht funktioniert hat. Aber irgendwann habe ich begriffen, dass das hier viel erfüllender sein würde als alles, was ich euch antun könnte. Euer letztes großes Aufbegehren. Euer letzter großer Versuch. Und so kurz vorm Ziel scheitert ihr durch meine Hand. Ihr habt mich einmal gefragt, wie meine Tochter hieß. Erinnert ihr euch? Yuslan, ich flehe euch an, bitte überdenkt! Lina. Ihr Name war Lina. Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Wow, das hat jetzt aber, um das voll zu verstehen, einiges gekostet an Wissen von mir. Narr! Elender, selbstsüchtiger Narr! Du hast uns alle zum Tode verdammt! Respekt, Arantia. Ihr wart wirklich nah dran.
Wie dumm nur, dass ihr zu sehr mit euch selbst beschäftigt wart, um die eigentliche Bedrohung zu erkennen. Ihr Bestien! Ihr verdammten Bestien! Er war von euch besessen und schon die ganze Zeit! Ich fürchte, da liegt ihr falsch. Wir ernten nur, ihr sät. Natürlich war Sharing besessen, aber den Löwenanteil der Arbeit habt ihr damals in Kyra übernommen, als ihr seine Familie habt abschlachten lassen wie Vieh. Und so kommt doch alles zum rechten Ende. Ohne den Numinos habt ihr nichts, worauf ihr die Energie der Steine richten könnt. Und das Einzige, wofür ihr euer Leuchtfeuer noch verwenden könnt, ist die Vernichtung eurer ach so geliebten Stadt. Es wird ein Fest, Arathia. Nichts wird mir von euch übrig sein, wenn wir euch verschlungen haben. Nichts als totes, graues Fleisch. Ihr habt versagt, so wie ihr schon immer versagt habt. Genau wie wir es euch prophezeit haben. Wenn du kurz mal den Minus hier das Wort des Toten bedienen würdest. Nein, hat es nicht. Ihr habt mir nur soeben die Lösung präsentiert. Es gibt keine Lösung, Arathia. Die Läuterung wird geschehen und ihr werdet allesamt sterben. Ja, das werden wir. Euer Heilsbringer, die Bewohner der Stadt, die Armeen. Wir werden brennen wie die Sonne. Und dann ist es vorbei. Vorbei? Er will die Maschine starten. Diesmal nicht. Hier trennen sich unsere Wege. Glaubt mir, ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber in eurem jetzigen Zustand werdet ihr nur ein Hindernis. Und ich muss es schaffen. Verzeiht mir. Danke. Die Hohen haben recht. Wir können das Leuchtfeuer nicht mehr benutzen, um sie zu bannen. Aber erinnert ihr euch daran, was der Erzmagister gesagt hat? Ohne ein Ziel würde die Energie der Steine ungerichtet hervorbrechen. Die ganze Trollerei ist noch besser. Sie sorgen dafür, dass du es selbst tust. Das Leuchtfeuer in eine Explosion aufgehen. Richtig. Und genau das ist das Einzige, was wir nun noch für die Menschheit tun können. Korek ist die mächtigste Marionette der Hohen. Wie auch immer die Läuterung tatsächlich aussieht, er will dafür sorgen, dass sie geschieht. Und wir, Prophetin, wir mögen darin versagt haben, den Zyklus ein für alle Mal zu brechen. Aber nicht die anderen. Die anderen Völker dieser Welt, Arasial, Kyra, Kile, sie alle sind von dem roten Wahnsinn betroffen. Aber es muss dort auch Menschen wie uns geben. Menschen, die dieselben Träume hatten und spüren, dass die Läuterung naht. Und indem wir Korek vernichten, geben wir ihnen Zeit, um ein neues Leuchtfeuer zu erbauen oder einen anderen Weg zu finden, die Läuterung aufzuhalten und den Zyklus zu brechen. Ihr wollt das Leuchtfeuer in die Luft sprengen. Und all die Menschen töten. Die den Eremesen nicht ohnehin schon massakriert haben, meint ihr? Sie werden sterben, so wie ihr und ich. Aber sie tun es für das Fortbestehen der Menschheit. Und das ist etwas, wofür es sich zu sterben lohnt. Es ist die einzige Möglichkeit. Seht ihr es denn nicht? Entweder wir sterben hier, oder wir verleihen unserem Tod Gewicht, indem wir zumindest diesen Fanatiker Korek und seine Armeen aufhalten. Die Hohen sind viel schwächer, als sie sich geben, das spüre ich. Wir waren so kurz davor, sie zu vernichten. Und ich habe Vertrauen in die anderen da draußen. Sie werden das schaffen, woran uns dieser Abschaum Sharing gehindert hat. Abschaum Sharing, habt ihn dazu gemacht. Diese Menschen vertrauen auf euch? Nein. Tun sie es wirklich, tun sie es nicht. Kann ein Hirte nicht über das Leben seiner Schafe entscheiden? Worum geht es euch wirklich, Prophetin? Um euer Leben?
Meinst du? Ich lebe doch gar nicht. Für Selbstzucht und Arroganz. Hier geht es um mehr als nur uns. Dass ihr das nicht erkennt, enttäuscht mich, Prophetin. Ich habe mehr von euch gehalten. Aber jetzt ist es egal. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Verzeiht mir. Alles beginnt mit den Träumen. Atme. Simon wieder. Gestartet. Fleischlos. Das Portal untersuchen. Okay. Jetzt aber. Ich sag an dieser Stelle Tschüss und bis zur nächsten Folge. Bis bald.